Die Besitzer einer Ferienanlage in der süditalienischen Region Apulien bereiten sich auf die kommende Tourismussaison vor. Ein lohnendes Geschäft, im Sommer wimmelt es hier vor Urlaubern. Vor 15 Jahren haben Patricia und Theo Avellino das alte Gutshaus gekauft und umgebaut. Damals war der Tourismus hier noch ein zartes Pflänzchen, doch mit Hilfe der EU machte die Region einen gewaltigen Sprung nach vorn. Im Vergleich zu anderen Regionen hat Apulien aus dem Vollen geschöpft. Die Strukturen hier, zumeist der Ausbau alter Gebäude, haben von Finanzhilfen der Regierung und besonders der EU profitiert, weil der Süden als unterentwickelt gilt. Entwicklung durch Tourismus und Kultur. Unter dem ehemaligen Ministerpräsidenten Matteo Renzi flossen 3 Milliarden Euro Wirtschaftsförderung in diese Bereiche, der Großteil davon nach Süditalien. Auch im jetzigen Wahlkampf setzte Renzi auf diese Karte und verspricht weitere Mittel, sollte er am 4. März gewählt werden. Matera in der Region Basilicata ist das Wahrzeichen des Aufbruchs im Süden. 2019 wird Matera europäische Kulturhauptstadt. Zudem soll sie jetzt eine der ersten italienischen Gemeinden den superschnellen Mobilfunkstandard 5G bekommen. Der lange vernachlässigte Süden Italiens holt mit Hilfe seiner kulturellen Schätze und seiner landschaftlichen Schönheit gegenüber dem industrialisierten Norden auf. Doch noch ist viel zu tun. Matera ist nicht einmal ans Eisenbahnnetz angeschlossen.